Was ist der Christus? Christus ist Gottes Sohn, wie er ihn schuf. Er ist das Selbst, welches wir miteinander teilen und das uns miteinander eint und auch mit Gott. Er ist der Gedanke, der nach wie vor im Geist Gott, im Geist wohnt, der seine Quelle ist. Er hat sein heiliges Zuhause nicht verlassen, noch hat er die Unschuld verloren, in welcher er erschaffen wurde. Er weilt unverändert und für immer im Geist Gottes. Da wird von dir gesprochen, von deiner, von unserer wahren Identität, von unserer wahren Freude, Licht und Strahlkraft. Wann wirst du erfahren, wie ein Essen schmeckt? Wenn du das Kochbuch studierst, also über 20 Jahre studierst und theoretisch weißt, du weißt jeden Handgriff, du weißt jede Zutat, du weißt jedes Gewürz, du weißt alles, was in dieses Essen hineingehört, um es zuzubereiten. Und du kannst den Leuten erklären, was für ein tolles Essen es ist und was für ein toller Koch du bist. Aber du hast noch nie gekocht. Kannst du dann bemerken oder kannst du dann erfahren, wie dieses Essen schmeckt? Wir haben keine Ahnung davon. Wir haben keine Ahnung davon, wie dieses Essen schmeckt. Wir können ein ganzes Kochbuch studieren und uns einbilden, wir sind Sterneköche und haben keine Ahnung, wie das Essen schmeckt. Aber wir können jedem erzählen, auf Seite 57 steht dieses Rezept. Auf Seite 68 dieses und auf Seite 120 finden wir dieses Rezept mit diesen Zutaten und mit diesem Gewürzen und all dem, was hineingehört. Das können wir tun. Und dann können wir noch über dieses Kochbuch, das wir erworben haben, ein weiteres Kochbuch schreiben. Oder mehrere Kochbücher, weil es so toll ist, weil wir so viel wissen. Dieses Wissen bringt uns gar nichts. Wir können uns in keinster Weise vorstellen, wie das Essen schmeckt, wie es duftet. Oder in irgendeiner Form können wir überhaupt wahrnehmen, was dieses Essen bedeutet. Wir müssen kochen. Ein Koch muss kochen, damit er weiß, wie das Essen schmeckt. Jemand, der ein Auto fahren will und die Ausbildung hat, den Führerschein hat, aber sich nicht ins Auto setzt und fährt, der weiß nicht, wie man Auto fährt. Hat keine Ahnung davon, aber er kann natürlich alle Funktionen des Autos kennenlernen. Er kann das Auto studieren.
kann sich hinsetzen und jeden Schalter, jeden Griff, alles theoretisch durchspielen, wie ein Auto gefahren wird. Er kann sich mit der Zündanlage auskennen, er kann sich mit dem Motor auskennen, er kann sich mit den Reifengrößen auskennen, mit dem Getriebe, mit allen Funktionen. Er kann dir alles erklären und er kann dir sagen, was für ein Spezialist er ist, was dieses Auto betrifft, aber er ist noch nie gefahren. Worauf will ich hinaus? Du weißt es schon. Es dreht sich nicht darum, dieses Buch, Ein Kurs im Wundern, zu studieren, theoretisch darum zu wissen, ich bin Christus. Es dreht sich darum, zu kochen. Es dreht sich tatsächlich darum, es zu tun. Und was bedeutet dies? Christi ist die Schau, die ich heute verwenden will, wird uns heute in der Lektion 271 angeboten. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick wähle ich, worauf ich schauen will, die Geräusche, die ich hören will und die Zeugen dessen, wovon ich möchte, dass es die Wahrheit für mich sei. Da siehst du, wir wählen jeden Augenblick, worauf ich schauen will, welche Geräusche ich hören will. Wir wählen jeden Augenblick, was wir wahrnehmen wollen. Wir wählen jeden Augenblick, was wir sind. Du wählst jeden Augenblick, ob du Christus bist oder das kleine Selbst. Die kleine Identität. Die kleine Idee von Körper. Die kleine Idee von Überleben. Die kleine Idee von all dem, was du erfährst. Dies wählen wir in jedem Augenblick. Dies steht heute in deinem Kochbuch, in deinem Rezept. Und du bist eingeladen, dieses Rezept anzuwenden. Wir sind aufgefordert, Christi zu leben. Zu erleben. Wie wäre es denn, wenn du heute hingehst und sagst, wow, ich möchte heute Christi erleben. Ich möchte wirklich mal wissen, was in diesem Buch steht. Ich möchte nicht mehr meine Ausreden benutzen, dass ich dies noch nicht verstanden habe. Du hast dich schon längst alles verstanden. Dieses Buch kann nur deshalb zu dir kommen, weil du dessen Inhalt vollkommen kennst. Diese Worte in diesem Buch sind eine Erinnerung an das Wissen, das du schon in dir trägst. Aber wenn wir so tun, als ob all das schwierig ist, als ob das alles weit entfernt ist oder ich es nicht verstehe, dann muss es so sein, dass es alles weit entfernt ist und wir es nicht verstehen. All dies Wissen ist in dir. In diesem Buch steht nichts Neues. All dieses Wissen ist in dir. Und es gibt eine Erinnerung und es gibt ein Lernen. Es gibt nichts Neues in diesem Universum für dich. Alles ist schon da. Und Christus zu sein, ist das Einfachste, was es gibt, sagt uns der Kurs in Wundern.
Alles andere ist total anstrengend. Mit allem und jedem in Liebe zu sein, ist das Einfachste, was es gibt. Besondere Beziehungen aufrecht zu erhalten, ist das Schwierigste. Mit jedem in vollkommener Liebe sich in Gott zu finden, ist überhaupt kein Energieaufwand. Sondern das Einfachste, was es gibt. Nur das Ego, das kleine Selbst, braucht es kompliziert. Der äußere Lehrer, der nicht weiß, wovon hier gesprochen wird, aber seine Existenz ist natürlich ständig bedroht, wenn der Liebe wieder Platz geschaffen wird. Jedes Mal, wenn wir eine Blockade loslassen, wird der Geist Christi dessen Platz einnehmen. Und deshalb wird uns gesagt, die Liebe selbst kann nicht gelehrt werden. Aber die Blockaden, die wir in uns tragen, die können wohl gelehrt werden. Und jedes Mal, wenn wir uns heute entscheiden, dass ich Christi Schau heute für alles verwenden will, werden sehr viele Blockaden gelöst. Und jedes Mal, wenn ich mich entscheide, in jedem Augenblick, in jeder Stunde, in jeder Minute, in jeder Sekunde, in jedem Augenblick, in allen Geräuschen und in allem, was ich sehen will, den Christus zu sehen, den du überall sehen kannst. Dann wird die Erinnerung in uns erblühen. Dann wird sich die Erinnerung zeigen können. Dann erst beginnst du zu kochen. Heute beschließe ich, auf das zu schauen, wovon Christus möchte, dass ich es sehe. Auf Gottes Stimme zu hören und die Zeugen für das zu suchen, was in Gottes Schöpfung wahr ist. In der Sicht Christi begegnen sich die Welt und Gottes Schöpfung, und während sie zusammenkommen, schwindet alle Wahrnehmung dahin. Seine gütige Sicht erlöst die Welt vom Tod, denn alles, worauf er schaut, kann nur leben in Erinnerung an den Vater und den Sohn, den vereinten Schöpfer und die Schöpfung. Worte sind Symbole. Und diese Worte können nur ein Hinweis sein, ein Richtungsanzeiger. Das ist wie beim Navigationsgerät, wenn mir das Navi sagt, bitte rechts abbiegen und ich biege links ab, dann kann ich nicht ans Ziel kommen. Und dein innerer Lehrer kennt das Ziel
Und wenn du dich mit dem inneren Lehrer verbündest, dann kann der dir in jedem Augenblick, und er kann nichts, denn dein innerer Lehrer kann nichts anderes tun, wie dich deinem wahren Ziel näher zu bringen. Deine Sohnschaft, den Christus, wieder anzunehmen. Und dann sagt dir das Navi wieder mit geduldiger Stimme, und hier wieder rechts abbiegen und hier wieder links abbiegen und hier geradeaus, und wir sind nur eingeladen, dieser inneren Stimme zu folgen. Was bedeutet das? Es bedeutet, der inneren Führung zu folgen, bedeutet, vergebend auf die Dinge zu schauen. Viele Menschen haben Schwierigkeiten damit. Sie sagen, ja, ich kann die Führung nicht spüren. Ich weiß, andere scheinen geführt zu sein. Sie hören, dass sie jetzt in dieses Geschäft müssen, und in diesem Geschäft erleben sie was Besonderes. Sie hören, dass sie jetzt ihre Firma verlassen müssen, und das ist etwas Besonderes. Sie hören, dass sie bei irgendjemand klingeln müssen und dem was Besonderes sagen müssen, und das ist was Besonderes. Blödsinn. Ich höre eine innere Stimme, die mir sagt, ich muss an dieser Pommesbude halten, um eine Pommes zu kaufen und dann in ein tolles Gespräch zu kommen. So funktioniert die innere Stimme nicht. Das ist wieder das Ego selbst. Ja, mein Heiliger Geist hat mir gesagt, ich soll mit dir über jenes und dieses sprechen. Blödsinn. So funktioniert die innere Stimme nicht. Wisse, dass du schon immer geführt bist, egal wohin du gehst. Und sei nur noch dankbar für die innere Führung. Sag einfach Danke für die innere Führung. Und rechts abbiegen und links abbiegen ist damit nur gemeint, vergebend auf die Situation zu schauen und nicht mehr urteilend. Du bist schon geführt, egal wohin du gehst. Du kannst keinen falschen Schritt machen. Du kannst nirgends an irgendeinem falschen Ort sein. Wenn du jetzt glaubst, du bist an einem Ort angekommen, wo du gar nicht sein willst, oder in einer Beziehung, wo du gar nicht sein willst, wisse, dass dies geführt ist. Wisse, dass du geführt bist. Und wenn du die Führung annimmst, dann wirst du auf deinem Seelenweg, dann wirst du deinen Weg nicht mehr als urteilend betrachten, sondern ihn herzlich willkommen heißen. Denn du bist nicht mehr in die Geschehnisse verwickelt. Und du musst nicht mehr besondere Dinge tun, um besondere Wunder zu erfahren. Jeder Schritt ist ein Wunder. Jeder Schritt ist ein Seelenweg. Überall, wo du jetzt bist, ist alles vollkommen. Das ist Christus. Hier wird Christus erblühen. Und hier wirst du Christus erkennen. Und nicht, indem du sagst, hey, das Kochbuch ist falsch. Also dieses Essen, das wollte ich nicht. Das ist mir zu scharf, das ist zu versalzen, das ist zu bitter, das ist eine Katastrophe. Dann bist du wieder mit dem kleinen Selbst in Verbindung. Anerkenne heute, dass du vollkommen geführt bist und dass es keine besondere Stimme gibt, die dir sagt, dies, 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 dies. Die Kraft zu handeln, die Kraft aufzustehen, die Kraft dieses und jenes zu tun, die kommt durch die Vergebung, die du auf allem ruhen lässt. Und das ist das einzigste Gewürz. Das ist die einzigste Zutat. Ja, wollen wir es so nennen. Das ist die Zutat, die dir Jesus
auf deinem Seelenweg gibt. Und dann bekommt dein Essen, das, was du Leben nennst, dann bekommt es den richtigen Geschmack. Dann endlich werden wir erfahren, was es bedeutet, eins in Gott zu sein. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ich habe lange Zeit damit verbracht. Puh, also wo soll hier eine Führung sein? Ich will zurücktreten und dir die Führung überlassen. Ich will, und dann immer gewartet, dass jetzt was Besonderes kommt. Jetzt muss ich ja hierhin geführt werden oder dahin. Oder warum werde ich nicht dahin geführt? Ich will doch dahin. Also das mit der Führung klappt nicht. Ja, genau. Und wer kann das sagen? Das kleine Selbst. Also das mit der Führung, mit der göttlichen Führung kann nicht klappen, weil ich bin nicht da, wo ich bin. Doch, du bist da, wo du bist. Und da, wo du jetzt bist, ist alles vollkommen. Und wenn du die Vergebung darauf ruhen lässt, dann wirst du sehen, wie gut das schmeckt. Wie schön das ist. Ja, du Christus, so schaut's aus. Und natürlich die kleine Stimme schreit immer zuerst. Irgendwas passt ihr nie. Irgendwas ist immer faul in deinem Traum. Ja. Lassen wir heute Christi Schau auf allem ruhen und lassen wir heute Christi in allem erfahren, damit du siehst, wie du wunderbar geführt wirst. Vater, die Schau Christi ist der Weg zu dir. Was er erblickt, lädt die Erinnerung an dich ein, in mir wiederhergestellt zu werden. Und das beschließe ich, soll das sein, worauf ich heute schauen möchte. Was du heute erblickst, lädt die Erinnerung an Gott ein. Und die Erinnerung ist es, was wieder hergestellt werden möchte. Viel Freude dabei und danke für dein Dasein.